Was gut, oder? Die Masken schaut schon brutal aus. Gut, dann packen wir's. Ja, hallo und herzlich willkommen aus dem Fitchine Headquarter. Endlich kommt das Q&A, was wir euch ja schon zu Weihnachten versprochen haben. Leider hat es mich zerlegt, aber wir fangen jetzt gleich an. Ja, und wie ihr seht, ist auch die Martina ein bisschen lädiert, nicht nur ich. Mir hat seinen Keller runtergehauen, Quadrizepssehne gerissen und drei Rippen gebrochen, auch nicht so lustig. Jetzt hängen wir halt da und machen jetzt das Video. Soweit es geht, sind wir halt komplett im Notstand. Martina hat es mit den Zähnen, muss jetzt den ganzen Shop und alles machen. Aber wir schauen, dass wir jetzt einige Fragen von euch durchbekommen. Was sagst du? Kannst du übersprechen mit der Maske? Ich habe halt keine Zähne. Mein Zahnarzt hat es auch gebeutelt. Ja. Und jetzt habe ich halt keine Zähne. Zurzeit läuft es nicht so, wie man sich wünscht. Der Start ist schon mal kacke. Ja, hoffentlich geht es nicht so weiter in dem Jahr. Also, erste Frage: Geht es um Intervallfasten? Betreibe 16:8, erstes Essen ist Mittag, Vormittag Training. Würde mich mal interessieren, wie es da mit dem Intra aussieht. Aminosäuren. Während dem Training unterbricht das die Fastenzeit? Also das ist ein klares Ja. Gerade Aminosäuren und solche Sachen unterbrechen die Fastenzeit. Die erste Frage, die sich stellt, warum macht man Intermittent Fasting? Und da gibt es nicht viele Gründe, warum man das tun sollte. Relativ wenig Gründe, warum man das tun sollte. Schon gar nicht als Sportler. Und wenn man das macht, warum legt man die Fastenperiode dann nicht so, dass die Essenszeit dann auch ist, wenn die Trainingszeit ist? Dann stellen sich solche Fragen nämlich nicht. Also das wäre der Tipp. Wenn man schon unbedingt meint, man muss Intermittent Fasting machen, sollte man erst einmal nochmal die Studienlage überschauen, für wen das Sinn macht. Und dann, wenn das immer noch dann für einen Sinn macht, sollte man das Training so legen oder eben die Fastenperiode so legen, dass das Training in die Mahlzeiten fällt. Ja, weil man hat ja doch 8 Stunden Zeit zu essen, dass man es halt einfach so dahin verschiebt. Ja, man kann ja auch morgens essen und danach fasten. Ja. So, nächste Frage. Eignen sich rohe... Vormittag Training. Ja, genau. Eignen sich rohe Eier gut für einen selbstgemachten Masseshake bezüglich Verträglichkeit? Ja, also Masseshake, weiß ich nicht, warum man da rohe Eier zu braucht, aber abgesehen von Salmonellenrisiko spricht nichts dagegen, die rohen Eier zu benutzen. Das kann man schon machen. Ich bin halt kein so Fan vom rohen Eier essen, weil, also außer es wäre aus dem Tetrapack, das ist ja behandelt, aber ansonsten sind die meisten Menschen, die rohe Eier regelmäßig essen, schon einmal mit Salmonellen in Kontakt gekommen und das macht mehr Gains kaputt, als das rohe Ei an Vorteilen bringt. Deswegen würde ich mir das gut überlegen. Aber hat es nicht einmal geheißen, rohe Eier kann man gar nicht so gut verdauen oder verwerten? Oder ist da nicht irgendwas, da war doch irgendwas Avidin oder wie heißt denn das? Dass man da gar nicht so aufnehmen kann? Also es lässt sich leichter verdauen, ein Ei, wenn man es schon mal denaturiert hat. Aber das macht auch die Magensäure. Insofern könnte man das schon machen. Und die Geschichte mit dem Streptavidin, mit dem Avidin im Ei, das bindet ein Vitamin. Aber natürlich nur das in der Mahlzeit, wo man das rohe Ei isst. Und wenn man nicht zu jeder Mahlzeit das rohe Ei isst, dann ist das letztendlich dann auch unproblematisch. Alles klar. So, dann eine längere Frage. Um die Proteinbiosynthese maximal zu stimulieren, wird je nach Gewicht und Alter eine bestimmte Menge an Protein benötigt, die auf einmal konsumiert werden muss. Also das sind wir, weil früher hat man gesagt 20 Gramm, heute würde man sicherheitshalber sagen 25 Gramm. Dann hat man junge, alte und welche mit einer anabolen Resistenz auch dabei. Also mindestens 25 Gramm Protein pro Mahlzeit. Genau, nun mal eine Frage, in welchem Zeitraum, wenn man beispielsweise 40 Gramm benötigt, macht es einen Unterschied, ob man die 40 Gramm in einem Shake innerhalb von 2 Minuten konsumiert oder ob man eine größere Menge Mahlzeit mit 40 Gramm isst, für deren Verzehr man aber vielleicht eine halbe Stunde benötigt. Oder was ist mit 20 Gramm jetzt und 20 Gramm in einer Stunde und so weiter? Irgendwo muss es ja zeitliche Grenze erreicht sein, wenn es um die maximale Stimulierung der Synthese geht. Also besser ist ja immer eine größere Menge auf einmal, oder?
Also jedenfalls 20 Gramm kann unter Umständen zu wenig sein. Ja. Das wissen wir auf jeden Fall. Und es gibt ja auch eine neuere Studie, wer das ein bisschen verfolgt. Da haben die den Leuten 100 Gramm Eiweiß auf einmal gegeben und haben über längere Zeit eine erhöhte Proteinsynthese gehabt. Um das Ganze zu vereinfachen, gilt das, was wir im Bodybuilding schon immer gesagt haben. Einfach viel. Viel Protein essen, gerne auf mehrere Mahlzeiten verteilt, weil es meistens auch Sinn macht. Generell auch von der Nahrungsmittelmenge. Also wenn man jetzt dann sein, weiß ich, was man für einen Proteinbedarf pro Tag hat, wenn man da seine 200 Gramm Eiweiß auf einmal isst, das könnte man schon machen, aber es macht immer mehr Sinn, das ein bisschen zu verteilen. Aber wichtiger als wie verteile ich es, wann esse ich es, ist immer noch, esse ich es überhaupt. Das ist Punkt 1. Man muss die Menge reinkriegen. Und wenn man dann noch die Möglichkeit hat, das auf mehrere Mahlzeiten zu verteilen, Pre- und Post-Workout, besonders bei Frauen, ist das besonders wichtig, weil die zu einer Katabolen-Zuständen neigen. Da wäre es nochmal sinnvoller, das noch mehr zu verteilen. Aber allererste Priorität ist überhaupt die Menge essen. Und nicht zu kleine Portionen. Nicht zu kleine, lieber zu große. Ja. Gut, dann macht das allgemeine Warmlaufen, Radfahren vor dem Krafttraining Sinn? Oder kann man das weglassen und nur die zu trainierende Muskulatur aufwärmen? Gemeint ist nicht Cardio allgemein weglassen, sondern nur die 10 Minuten vor dem Krafttraining. Weil es ist jedem, würde ich sagen, im Endeffekt selbst überlassen. Ja, früher bin ich immer gelaufen, immer so 12 Kilometer, aber da war ich noch ganz jung und habe dann trainiert. Dann habe ich es immer so gemacht, dass ich auf jeden Fall vom Bein- oder Rückentraining entweder Fahrrad gefahren bin oder auf den Crosstrainer, um einfach diese ganzen Muskeln anzuwärmen, also Oberkörpertraining, Bankdrücken oder sonst wo habe ich es nie gemacht, weil was hilft mir da als Radfahren oder Crosstrainer, da habe ich dann mit leichten Gewichten einfach mit der Übung begonnen, aber mal wie gesagt, 10 Minuten vorher kann man es auf jeden Fall machen, ich würde es halt machen, wie gesagt, beim Beintraining oder Rückentraining, dass da alles schön warm ist, aber Oberkörpertraining, glaube ich, macht Fahrradfahren wenig Sinn. Ja, aber wenn man jetzt so den ganzen Tag gesessen hat und einen Bürojob hat, und dann ins Training geht, da kann es schon Sinn machen, den Kreislauf einfach mal so ein bisschen wieder in Schwung zu bringen, dass man weiß, dass jetzt eine sportliche Leistung ansteht. Das schadet auf gar keinen Fall. Und die 10 Minuten hat man immer. Ja. Gut, ich selber studiere Ernährungswissenschaften und der allgemeine Konsens zum Thema gesättigte Fettsäuren, der uns mittlerweile von verschiedenen Dozenten übermittelt wurde, ist durchweg negativ. Sie erfüllen keine essentielle Funktion und steigern meines Wissensstandes nach die Cholesterinwerte. Und zwar das LDL mehr als das HDL. Jetzt habe ich schon öfter gehört, ich meine auch hier auf dem Kanal, dass gerade gesättigte Fette der Testosteronsynthese dienen, was man bei Naturalathleten in der Diät relevant ist. Das hängt dann, denke ich, zum Teil damit zusammen, dass Cholesterin ein Vorläufer von Testosteron ist. Hier würde mich interessieren, wie dieser Zusammenhang besteht. So, jetzt brauchst du weiterlesen, weil dann erklärt der Fragesteller die biochemischen Stoffwechselwege, die hier eine Rolle spielen. Das macht er auch richtig. Das erspare ich euch jetzt mit HMG-CoA-Reduktase, die durch Insulin aktiviert wird und so weiter. Deswegen fasse ich das nochmal zusammen. Wir unterscheiden einmal zwischen Diät, wie er auch hier schreibt, und einmal zwischen Aufbauphase. Und wir kommen aus einer Zeit, als im Bodybuilding und Fitnesssport Fett total verpönt war. Das sind die beiden Sachen, die man hier zugrunde legen muss, wenn wir über diese ganze Geschichte sprechen. Und jetzt ist es so, dass man auch in der Ernährungswissenschaft den Leuten immer eingeredet hat, esst kein gesättigtes Fett, das sagen ja auch seine Dozenten, also esst überhaupt kein Fett, weil dann ist auch das gesättigte Fett, das soll man nicht zu hoch machen und so weiter, weil gesättigte Fette, die stehen dann im Verdacht, hier die Cholesterinwerte zu verschlechtern und dann eben Herzinfarkt und so weiter hervorzurufen. Das ist sehr schwierig so zu halten. Fakt ist nämlich, was er auch richtig schreibt, dass nämlich das Insulin, was besonders auch durch den Kohlenhydratverzehr ausgeschüttet wird, und das ist bei den meisten Menschen in unserem Land das Hauptproblem, die essen von allem zu viel Fett und zu viel Kohlenhydrate und bewegen sich zu wenig. Und aus Kohlenhydraten kann man, auch wenn man 0,00000 Gramm Fett isst, sehr, sehr gut Cholesterin herstellen. Alle Enzyme, die man dafür braucht, alle Stoffwechselwege sind dafür optimal
ausgelegt, da brauche ich kein Gramm Fett essen. Insofern ist es für die Verschlechterung der Allgemeinsituation mit Hinblick auf die ganzen Stoffwechselerkrankungen gar nicht nur ein Problem von Fett, sondern auch ein Problem von zu viel Kohlenhydraten. Also ein zu viel von allem. Wer isst denn schon alleine zu viel Fett oder alleine zu viel Kohlenhydrate? Das passiert ja selten. Außer bei uns im Sport. Da gibt es halt die Leute, die Low-Fett essen, aber sehr viel Kohlenhydrate. Und die haben auch einen erhöhten Cholesterinspiegel. Das kann passieren. Also ein zu viel kann immer schädlich sein. Egal, woher es kommt. Und ja, das Cholesterin, das kann dann unter Umständen zu Herz-Kreislauf-Erkrankungen führen, wenn man sich nicht ausreichend bewegt. Das ist jetzt immer in der Aufbauphase. Ob ich jetzt gesättigte Fette esse oder zu viel Kohlenhydrate, das spielt dann keine Rolle mehr. Am schädlichsten ist dann die Kombination aus beidem. Also ich sage jetzt mal, die gesättigten Fette und die schnell verfügbaren Kohlenhydrate, die lassen dann eben die Cholesterinsynthese explodieren und dann wird das ins Blut ausgeschüttet und dann kriegt man eben VLDL, LDL erhöht. Und ob das HDL mit hochgeht, das ist fraglich. Wir wissen aber heute auch, dass ein HDL das gar nicht so toll ausgleichen kann, wie wir früher mal gesagt haben. Das gute Cholesterin, das gleicht dann schlechtes aus. Da können wir heute so nicht mehr argumentieren. Also, da muss man schon drauf gucken, auf diese Werte. Aber, was ich damit sagen will, ist, nur Angst vor den gesättigten Fettsäuren zu haben, das ist falsch. Es ist die Kombination. In der Diät jetzt wiederum, wenn man zu wenig Fett isst, dann wird die Hormonsynthese eingeschränkt. Das gilt für Männer und Frauen. Bei Frauen merkt man es eben dann am Zyklus und dann hat man eben dieses Energiemangelsyndrom, was sich auf ganz viele Stoffwechselwege negativ auswirkt. Und man sieht es eben am Zyklus. Bei Männern sieht man es nicht am Zyklus. Wenn die ihre Hormone nicht messen, merken die es vielleicht nicht. Also sie merken es an ihren Befindlichkeiten, aber sie fühlen es eben auf nichts zurück. Bei Frauen bleibt der Zyklus aus und dann heißt es, oh Gott, da ist was passiert. Aber dass die ganzen anderen Stoffwechselwege auch im Keller sind, da hat man oft kein Verständnis für. So, jetzt sagt man da, es ist zu wenig Fett gegessen worden. Ja, leider weiß man heute aber, dass es eigentlich ein Energiemangel ist und auch ein zu wenig an Kohlenhydraten. Es gibt ja jetzt auch modernere Diätformen, wo man dann keine Kohlenhydrate isst oder nur sehr wenig. Die können auch zu dem gleichen Phänomen führen. Einfach weil dann zum Beispiel zu wenig Schilddrüsenhormone gebildet oder umgewandelt werden in die aktive Form, haben wir das gleiche Problem letztendlich, weil die Schilddrüsenhormone sich auch wieder auf die Geschlechtshormone auswirken. Insofern gilt in der Diät, keine Extremen machen, nicht extrem Low Fat, nicht extrem Low Carb, sondern gucken, dass man eine für sich geeignete Form findet, die man gut durchhalten kann, aber nicht eins ganz rausstreichen von beiden. Das wäre für die meisten Menschen der geeignete Weg. Und solche Sachen wie Keto oder extrem Low Fat, das sollte man wirklich nur in Ausnahmefällen machen, wenn man sonst überhaupt gar nicht ans Ziel kommt oder wenn man irgendwelche Erkrankungen hat. Gut, war's, oder? Ja, ich hoffe. Was empfiehlt dir als Pre-Workout-Shake, Intra- und Post-Workout-Shake in der Diät? Das hast du, glaube ich, das ist für dich. Ja, das kommt immer darauf an, wer fragt. Weil, also, da gibt es ja welche, die machen so richtig so eine Wissenschaft aus diesen Sachen, Pre-, Intra- und Post-Workout. Das sind aber meistens die Leute, wie, ich sage jetzt mal so, die Hardcore-Bodybuilder, die wirklich viel Kalorien übrig haben und die schon Pre-Workout mit... Was ist los? Geht's nicht, Schatz? Nein. Okay. Das ist die Verdrehen, das Verdrücken nicht gut. Achso, die Rippe. Die Rippe sind ja auch gebrochen, gell? Scheiß Stuhl wieder da hinten. Zum Kotzen her. Ich hol den Stuhl. Ja, es geht schon. Das geht. Okay. Die haben ja meist auch in der Diät noch relativ viel Kalorien, sodass das die am ehesten wären, die fast wenig bis gar nichts brauchen würden. Die haben noch relativ viel Protein für Pre- und Post-Workout und wenn das Training nur eine Stunde dauert, brauchen die wahrscheinlich auch gar nichts Intra. Aber die machen am allermeisten. Während unsere, sag ich jetzt mal, die Bikini-Mädels, die ja mit sehr wenig Kalorien oft zu Rande kommen müssen, da gibt es ja Coaches, die denen nur 1000 Kalorien geben, bitte nicht nachmachen. Und die müssten natürlich besonders auf solche Sachen achten. Die müssten Pre-Workout ein Whey haben, die müssten Intra EAAs haben und die müssten nach
dem Workout einen Whey haben. Mhm. Aber gerade die machen es nicht aus verständlichen Gründen, weil die ja lieber was Festes essen wollen nach dem Training. Also da klafft eine Riesenlücke. Optimal wäre, wenn man kurz vor dem Training einen Snack hätte, der die Proteinversorgung übers Training hinaus versorgt. Das kann, wenn man sehr großen Hunger hat, was Festes sein. Oder wenn man jetzt wenig Hunger hat und es schnell gehen muss, dann kann man super ein Whey-Protein nehmen. Intra ist für Frauen, EAAs, sehr sinnvoll, weil aufgrund der hormonellen Lage neigen Frauen dazu, vermehrt Fett als Kohlenhydrate im Training zu verbrauchen. Und bei hoher Intensität gehen halt Fette schlecht. Und dann neigen die dazu, Aminosäuren zu verbrennen. Und das ist immer Muskelabbau. Das heißt, da wäre es gut, wenn man intra, zumindest bei sehr wenig Kalorien, die EAAs mit dazu nimmt. Mhm. Und nach dem Training die katabole Phase beenden durch ein bisschen Whey. Da hat man ein bisschen Insulinfreisetzung und man hat die Aminosäuren für den allerersten Aufbau. Eine kleine Menge halt, was minimal möglich ist, und dann zu Hause wieder auf feste Nahrung umsteigen. Das ist eigentlich so der einzige Shake, gut, auch bei Pre, ja, bei den Frauen, aber sonst ist halt, aber der Pre-Workout mit IAS hat ja nicht viele Kalorien. Und der Intra. Genau, der von der Intra. Würdest du im, also im Training? Ja, du, wenn die vorher einen festen Snack essen. Ja gut, weil sie auch schon einen Snack haben, ja. Genau. Weil, wie gesagt, alles andere wird da flüssig nicht möglich sein. Genau. Und wenn man halt, es geht ja um die Diät, möglichst wenig Kalorien. Ja. Wenn man mehr Kalorien zur Verfügung hat, dann wird man es natürlich nochmal anders machen. Ja, oder im Masseaufbau, da ist man ja froh, wenn man Shakes hat, weil man das Essen nicht reinbringt. Genau. Aber in der Diät schaut das anders aus. Genau. Gut, macht es Sinn, 5 HTP bei Depressionen, depressiven Verstimmungen zu supplementieren? Ja, das wäre ich dann wieder. Also, Depressionen werden in Verbindung gebracht mit Serotonin. Serotonin ist ein körpereigene Signalsubstanz im Gehirn, ein Neurotransmitter und auch im Darm. Und das Serotonin, das macht so ruhig, zufrieden und glücklich. Mhm. Also das Gegenteil von depressiv. Und einige Medikamente gegen Depressionen beruhen auf die Erhöhung vom Serotonin im Gehirn, auf verschiedenste Weise. So, da hat man sich gedacht, man könnte doch das Serotonin auch auf natürlichem Weg steigern. Und Serotonin ist ein sogenanntes biogenes Amin. Das heißt, es wird aus einer Aminosäure gebildet. Biogenes Amin ist eine Substanz, die aus einer Aminosäure gebildet wird. Die Aminosäure, aus der Serotonin gebildet wird, ist das Tryptophan. Die Vorstufe, also da könnte man ja sagen, wir nehmen Tryptophan. Also wir geben Tryptophan und versuchen damit dann die Serotoninbildung im Gehirn zu erhöhen. Jetzt haben wir aber ein Problem, das Tryptophan geht nicht so besonders gut über die Blut-Hirn-Schranke. Also Blut-Hirn-Schranke, was ist das nochmal? Das sind die Gefäße im Gehirn, die genau kontrollieren, was sie durchlassen und was nicht. Also da ist der Türsteheraufkommen, da ist besonders hoch und die lassen nur ganz selektiv Sachen durch. Und Tryptophan geht zwar durch, aber nicht besonders gut. Dann hat man sich gedacht, wir nehmen ein Zwischenprodukt bei der Synthese. Und das ist das 5-HTP. Und das geht durch die Blut-Hirn-Schranke. Und daraus kann man dann Tryptophan und Serotonin machen. Wir wollen ehrlich sein. Das kann funktionieren bei Leuten, die einen Tryptophan-Mangel im Gehirn haben, aufgrund von Transportproblemen oder ähnlichem. Wenn jetzt aber jemand sehr, sehr, sehr viel Protein hat und sehr, sehr viel Tryptophan hat und kein Transportproblem, dann muss man sagen, der Schritt, also diese Kette vom Tryptophan bis zum Serotonin hin, dieser Stoffwechselweg, der wird reguliert. Also man kann nicht einfach vorne mehr reinschütten, hinten mehr rauskriegen. Aber wenn man aus irgendwelchen Gründen nicht genügend Tryptophan ins Gehirn reinkriegt, aus irgendwelchen Gründen, oder nicht genug Tryptophan hat, dann kann man mit diesem Vorstufenmolekül da, diesem 5-HTP,
auf jeden Fall probieren. Also bevor ich ein Antidepressivum nehme, dann probiere ich doch erstmal die Vorstufe und guck mal, ob ich damit positive Effekte erreichen kann. Gut, und ich sehe, wir haben schon fast 21 Minuten. Wir machen einen kurzen Werbeblock, aber das ist ja kein richtiger Werbeblock, sondern nur Info, und zwar zu unserem neuen Produkt. Die meisten werden es wahrscheinlich schon gesehen haben im Shop. Unser eigenes Kurkuma, da haben wir sehr lange drauf gewartet, weil das ganz was Spezielles ist, also ganz was Neues. Diese Tiny Sphere Technologie, die gibt es noch nicht lange, und dadurch wird die Bioverfügbarkeit dieser Kapsel natürlich extrem erhöht. Es ist immer wichtig, weil es gibt ja Leute, die kaufen Kurkuma und das. Wichtig ist immer, wie viel Kurkumin in einer Kapsel drin ist. Und wir haben hier 400 Milligramm reines Kurkumin pro Kapsel. Und das ist schon mal sehr, sehr wichtig. Der nächste wichtige Punkt ist, wir haben sehr wenig Piperin drin. Ein bisschen Piperin ist drin, was einfach auch die Aufnahme fördert. Aber nur 0,5 Milligramm und nicht 5 Milligramm oder 10 Milligramm, wie es vielleicht andere Hersteller haben. Weil da kann es sein, dass es ein bisschen Probleme gibt mit dem Magen und mit der Darmschleimhaut. Gibt es ja jetzt schon etliche Studien, wenn man natürlich mehr Kapseln nimmt, dass man da seine Probleme bekommt. Und das haben wir hier auf keinen Fall, denn es ist halt mit den 0,5 Milligramm sehr niederdosiert. Aber wie gesagt, ausführlich kommt da noch ein Video von der Martina über Kurkumin und die ganzen positiven, wie sagt man, Eigenschaften und für was alles gut ist, etc. Entzündungen im Darm und was noch alles, kommt ein Video. Wie gesagt, aber im Shop gibt es es schon und wir sind froh, dass wir dieses Produkt jetzt haben. Und jetzt machen wir gleich weiter mit der nächsten Frage, dass wir noch möglichst viele hier in dieses Q&A reinbekommen. Bevor dein Knie anschwillt. Ja, ich merke schon wieder ein bisschen, aber rauflegen hilft auch nichts, weil dann tut mir die Rippen weh. Sehr geehrtes Fitschein, ich bin nicht nur begeisterter Käufer eurer Produkte, sondern auch aufmerksamer Zuschauer des Podcast-Videos. Deswegen beantworten wir auch die Frage, weil sie ist sehr speziell. Jetzt eine Frage. Ist das Training eher Hobbybereich direkt nach der beruflichen Tätigkeit mit wenig oder gar keiner Zeit für Mahlzeiten sinnvoll? Anhand der Leistungseinbußen während dem Training besteht dann immer die Gefahr, Motivation zu verlieren. Ist es sinnvoller, sich doch während der beruflichen Tätigkeit zum Essen zu zwingen oder sich nach der Arbeit bewusst Zeit für die Nahrungsaufnahme zu nehmen? Stichwort stressiger Job, eventuell Stresshormone. Also ich meine, ich weiß ja nicht, wie lang der Herr oder die Frau arbeitet, aber auf jeden Fall während der Arbeit nichts zu essen, ist auf jeden Fall ganz schlecht. Und jetzt kannst du übernehmen. Ja, also ich habe es auch nicht so richtig verstanden. Also erst habe ich gedacht, nur nach der Arbeit nichts essen, bevor man ins Training geht. Aber offensichtlich scheint es sich hier um jemanden zu handeln, der im Job nicht essen kann. Gar nichts. Oder der muss sich zwingen zu essen. Ich meine, wenn man 8 Stunden arbeitet, ich weiß nicht, wenn man da nicht Hunger bekommt, ist auch irgendwie komisch. Also und er schreibt selbst, oder sie schreibt ja selbst, die Leistungseinbußen führen zum Motivationsverlust. Also offensichtlich sind ja Leistungseinbußen schon Programm. Ja. Also irgendwie einen Shake trinken während der Arbeit, also das muss ja möglich sein, weil ich meine, was ist denn das für Arbeit, wo man nicht inzwischen einen Snack essen kann, also das habe ich noch nicht gehört. Ja, oder ein abgekochtes Ei, oder wir haben ja auch Leute, die auf dem Bau arbeiten zum Beispiel, da sage ich immer, sie sollen sich in jede Hosentasche eine Packung Nüsse stecken und dann zwischendurch immer mal schnell so ein, zwei Nüsse essen. Also es gibt, also ich habe ja mal in der Biologie gearbeitet, da musste man ein- und ausschleusen, also da musste man immer die Klamotten wechseln und so. Da konnte man wirklich nicht zwischendurch essen, aber da gab es halt auch Pausen. Die waren zwar nicht so, wie man sich im Bodybuilding gewünscht hätte, aber trotzdem durfte man da zwischendurch auch mal ein- und ausschleusen. Also nichts essen als trainierender Athlet? Nein, selbst als Hobby, wenn wir jetzt wieder so sagen, okay, ich mache das zu meiner körperlichen Fitness, dann könnte man überlegen, ob man sowas wie ein Intermittent Fasting macht. Das würde schon gehen, aber dann müsste man sich wirklich wenigstens nach der Arbeit vor dem Training die Zeit nehmen, Energie zuzuführen, weil, und jetzt nur aus diesem Grund, weil hier steht, dass die Leistungseinbuße zu einem Motivationsverlust führen. Und wer bitte wird sein ganzes Leben lang einen Sport machen, bei dem er die Motivation verliert, weil nichts vorwärts geht? Das ist ja nicht irgendwas, was man dann lebenslang macht. Ob das jetzt mit dem Essen jetzt hier Sinn macht oder nicht und was man essen muss. Aber wichtig, der wichtigste Satz hier drin ist, also wenn ich jetzt kein Wettkampfathlet bin, sondern kann ich das sowieso nicht machen, aber für einen motivierten Hobbysportler. Der Sport ist wichtig für die Gesundheit. Und was kann wichtiger sein, als die Motivation zu behalten und das lebenslang durchführen zu können?
Und ich muss alles dafür tun, dass die Motivation erhalten bleibt. Und deswegen würde ich zusehen, was ich machen kann, ohne dass es mir zusätzlich Stress bringt, dass ich die Motivation an meinem Sport bis ins hohe Alter erhalte. Ja. Und da muss man eben gucken, was kann ich da machen? Nehme ich ein hartgekochtes Ei, nehme ich so eine Packung fertig, Putenaufschnitt, esse zwei Maiswaffeln mit dazu oder keine Ahnung, trink schnell einen Shake auf der Fahrt, wie auch immer. Also was sich in den Alltag eingliedern lässt, würde ich da auf jeden Fall machen, damit die Motivation nicht verloren geht. Ja. Das würde ich auch sagen, weil sonst, glaube ich, macht es auf Dauer keine Freude. Ja, das schreibt er ja schon selbst. Ja. Hat es ja schon selbst erkannt. Ja. Und da ist Alarmstufe Rot für mich. Ja. Ja. So, nächste Frage. Ich nehme zweimal täglich 10 Gramm Glutaminpeptide aus eurem Shop. Spielt es eine Rolle, ob das Glutamin zu einer Mahlzeit oder auf nüchternen Magen eingenommen wird? Also wir haben ja im letzten Q&A, glaube ich, oder war das im vorletzten, ich weiß gar nicht mehr, schon mal ausführlich über unser Glutamin gesprochen. Ich glaube, ja, im letzten war es. Und da wir das in Peptidform haben, spielt das überhaupt keine Rolle, weil es stabil ist. Ja. Das kann man nüchtern nehmen, das kann man zur Normalzeit nehmen, das kann man unterrühren. Ich mache es immer in Shake rein. Genau, in Shake reinmachen. Also das, durch diese Stabilität, weil es mit anderen Aminosäuren verknüpft ist, kann man das in Flüssigkeit nehmen, ohne andere Mahlzeiten, wie es eben passt. Es ist stabil im Magen. Gut, dann ist wieder eine längere Frage. Da geht es um Aminorö. Da haben wir, glaube ich, letztes Mal schon Fragen gehabt. Ja, deswegen traut sie sich jetzt auch zu fragen. Ich habe seit 2017 dauerhaft Aminorö. Mir war auch eigentlich immer klar, warum. Wettkampfsport, null Fett, Oldschool-Diäten etc. Knochendichte lasse ich regelmäßig messen. Da passt alles. Die Ärzte sagen, wenn das passt, ist alles in Ordnung. Leider nein. Meine Frage wäre nun, obwohl auch zwischendurch in den Jahren immer mal wieder sehr überkalorisch gegessen habe, zwar immer sehr gesund, aber eben im Kalorienüberschuss, und auch aktuell seit langem keine Diät mehr mache, habe ich trotzdem andauernd Amenorrhoe. Ich habe sehr früh angefangen, die Pille zu nehmen, mit 13 also exogene Hormone zugeführt und dann 2017 auch zum ersten Mal die Pille abgesetzt und keine Hormone mehr anderweitig zugefügt. Kann es sein, dass mein Körper einfach die Eigenproduktion nie gelernt hat, weil zu früh exogen Hormone gegeben wurden und die Amenorrhoe dadurch kommt und eben nicht durch Sport und Ernährung? Also klares Ja. Je früher man anfängt, in den Hormonkreislauf einzugreifen, desto, und je länger man das tut, desto größer ist das Risiko, dass da irgendwelche Dinge im Regelkreis durcheinander kommen, die so schnell dann auch nicht wieder gegenreguliert werden. Das Risiko besteht immer. Das ist ja individuell, wie alles im Leben. Manche Frauen reagieren überhaupt nicht. Da kommt, wenn sie die Pille absetzen, sofort der normale Zyklus zurück. Andere Frauen, die nehmen kurzzeitig nur die Pille und da ist der Regelkreis für immer durcheinander. Also ja, das kann natürlich sein. Jetzt weiß ich natürlich aber auch, wer da geschrieben hat. Und wir reden jetzt hier von einer Sportlerin, die immer gut in Form ist. Und da, das habe ich auch schon bei mehreren Sportlerinnen gesehen, da haben wir das gleiche Problem. Die sagen dann, sie essen im Kalorienüberschuss und es ist für sie ein Kalorienüberschuss, weil sie natürlich deutlich mehr essen als in der Zeit, als sie aktiv Wettkämpfe gemacht haben, als sie auf Wettkampfdiät waren. Aber trotzdem kann das für den Körper, ich meine jetzt nicht speziell diesen Fall, das ist allgemein gemeint, für jemand, der aus dem Wettkampfsport kommt und der ein sehr hohes Trainingspensum gewohnt ist, der geht natürlich mit den Kalorien höher, als er früher war. Aber das kann für den Körper immer noch zu wenig Energie sein, um diesen Zyklus wieder neu anspringen zu lassen. Noch dazu mit dieser Vorproblematik. Und auch diese Sachen, ich habe überkalorisch gegessen, ich mache aber auch viel Sport, dann gleicht sich das wieder aus. Dann ist das nicht tatsächlich so überkalorisch, dass der Körper jetzt meint, oh, jetzt bin ich wieder in einer Phase, wo ich mal ein Kind austragen könnte. Das ist mal das eine. Das andere ist, die Knochendichte, das haben wir ja auch schon mehrfach besprochen, das ist nur ein Marker. Wenn der in Ordnung ist, heißt noch lange nicht, dass die ganzen anderen Probleme von diesem sogenannten RETS, also relatives Energiedefizitsyndrom, das hat ja ganz viele Auswirkungen bis hin auf die Psyche, dass die Knochendichte nur ein Faktor ist. Viele andere Faktoren liegen da auch im Argen. Deswegen, also müsste man sicherlich, wenn man das genau wissen wollte, nochmal genauer untersuchen. Aber natürlich kann das auch von der frühzeitigen Einnahme der Pille kommen. Ja.
Aber man kann jetzt da nichts praktisch machen, dass wieder das einreguliert, oder? Oder wie ist das dann? Ja, das ist halt die Frage, was man machen möchte. Natürlich bieten auch manche Frauenärzte an, dass man kurzzeitig wieder Hormone einsetzt, dass das wieder ins Laufen kommt. Da sind ja die Meinungen dann auch gespalten, ob man dann, das eine, was von Hormonen ausgelöst ist, wieder durch Hormone stimuliert. Das ist eine sehr individuelle Geschichte, die man sich dann gut überlegen muss. Aber der Arzt hat ja gar keinen Handlungsbedarf, wenn die Knochendichte passt. Das heißt, das im Endeffekt ist ja kein Problem, oder was? Sagt der Arzt. Ja. Ist klar. Ja. Das haben wir auch schon öfter gehört. Ich sehe das ein bisschen anders. Ist klar. Dann, ich habe häufig Hähnchen, Schenkel mit Haut und auch Lachs gegessen. Dabei habe ich zunehmend Probleme mit den Kniegelenken bekommen. Ich vermute, dies hat mit der Arachidonsäure zu tun. Wie sollte ich mich ernähren, um Arachidonsäure zu senken? Habt ihr dazu gute Tipps? Also wenn es wirklich die Arachidonsäure wäre, also dann wäre es generell eine entzündungsarme Ernährung, die man da durchführen sollte. Aber das kann man doch auch im Blutwerte nachweisen, oder? Ob jetzt die Harnsäure und alles relativ das hoch ist. Also, das ist nicht die Arachidonsäure. Ach so. Genau, das wäre nämlich meine zweite Frage gewesen. Gerade wenn man die Haut mit isst oder eben auch im Schweinefleisch, dann könnte man auch mal im Blut nachschauen, ob vielleicht die Harnsäure erhöht ist. Dann wäre das nämlich eine Gichtproblematik. Ja. Und das wäre dann ein ganz anderes Feld. Allerdings, so eine Gichtproblematik, nicht immer, macht sich aber oft an diesen Grundgelenken erstmal bemerkbar. Und nicht im Knie. Ja. Das ist eine sehr schwierige Frage. Kann man, glaube ich, so schwer beantworten, ob das dann wirklich die Kniegelenke, die Beschwerden von Hähnchenschenkeln und Lachs kommen oder von was anderem. Genau. Das jetzt pauschal zu sagen, das wäre jetzt halt ins Blaue rein. Aber zwei Sachen kann man machen. Einmal die Harnsäure messen und zum anderen mal den Fettsäureindex in den Erythrozyten. Da sieht man nämlich, ob zu viel Arachidonsäure zugeführt worden ist und wie es denn aussieht mit dem Omega-3-Index, der da die Entzündungsreaktionen gegensteuern würde. Das sind die zwei Maßnahmen. Ja. Dann Frage, würdet ihr bei einer Milchunverträglichkeit Kalzium supplementieren? Wenn ja, wie viel? Körpergewicht 80 Kilo, viel Sport. Milchunverträglichkeit ist auch wieder so ein schönes Wort. Ich gehe mal davon aus, dass er es genauer weiß. Also, ob das jetzt eine Laktoseintoleranz ist oder wirklich eine Caseinunverträglichkeit. Jetzt sind natürlich Milchprodukte nicht die einzigen Kalziumquellen unseres Lebens. Da kann man einfach mal googeln und nochmal gucken, wo Kalzium drin ist. Ansonsten kann man auch mal so ein Magnesium-Kalzium-Präparat supplementieren. Da, das Magnesium kann sowieso etwas höher sein als von den Fachgesellschaften angegeben. Das zur Schlafenszeit supplementiert, das schadet sicher nicht. Aber den Kalziumspiegel im Auge behalten und nicht wahllos große Mengen supplementieren. Sonst, wenn man das dann noch in Kombination mit hochdosiert Vitamin D, bei uns ist ja immer diese, bei uns im Sport viel hilft viel, dann braucht man wieder Vitamin K dazu und dann gibt es so einen Endlosschwanz, also nicht einfach gnadenlos immer alles nehmen, was man mal irgendwie gehört hat. Gut, dann kommen wir zur letzten Frage, so wie es ausschaut. Stimmt es wirklich, dass Thunfisch voll mit Quecksilber und anderen Schadstoffen sei? Sollte man es lieber reduzieren oder ist eine Dose pro Tag kein Problem? Das sind natürlich wieder Hardcore-Fragen, eine Dose pro Tag. Also wir wissen ja, dass der Fisch und ganz besonders der Raubfisch, da gehört ja der Thunfisch zu, je nach Fanggebiet durchaus mit verschiedensten Schwermetallen oder Pestiziden oder was auch immer, fettlöslichen Giftstoffen belastet sein kann. Die kleinen Fische, also Plankton, dann kommt es in die kleinen Fische. Die kleinen Fische werden von den Großen gefressen und die Großen, in denen reichert sich dann an. Und wenn man jeden Tag dann halt eine Art von Fisch isst, jeden Tag ein und die gleiche Art von Fisch, dann hat man natürlich das Risiko nicht besonders breit gestreut. Es gibt heutzutage kaum noch Lebensmittel, die irgendwie nicht belastet sind. Also da braucht man jetzt auch nicht in große Panik verfallen. Wichtig wäre halt, oder man kann dem nicht umgehen, sagen wir so, man kann schon Angst haben davor, aber man kann es kaum umgehen, außer wenn man sich seine eigenen Lebensmittel herstellt. Aber was man machen kann, ist, dass man die Lebensmittel breit streut, dass man das Risiko auch breit verteilt. Jetzt ist natürlich Thunfisch aus der Dose jeden Tag schon relativ einseitig. Wobei man jetzt nochmal sagen muss, der Thunfisch aus der Dose, der hat ja vom Fettgehalt sehr wenig. Ja. Und viele von diesen Giftstoffen sind eben fettlöslich und reichern sich eben in der Fettschicht an. Und die Fettschicht beim Thunfisch,
die ist nicht mit in die Dose gekommen. Also ich muss jetzt ehrlich sagen, ich würde nicht jeden Tag eine Dose Thunfisch essen. Mhm. Das würde ich nicht tun. Aber wenn ich jeden Tag das Huhn vom gleichen Massenviehhaltungsbetrieb bekomme, dann werde ich wahrscheinlich ein ähnliches Problem irgendwo anders haben. Deswegen, mein Tipp wäre, das Risiko breiter streuen. Also ich wollte nicht jeden Tag eine Dose Thunfisch essen. Ja, einfach die Eiweißquellen immer wechseln, ja, und das ist sowieso das Sinnvollste. Ja. Nicht zu einseitig, das ist für den Darm und alles schlecht. Ja. Ich würde sagen, das war's. Es sind jetzt 36 Minuten. Du hast mir jetzt auch nicht mehr markiert, was du als nächstes beantwortest. Ja. Und wir machen aber, ich schätze mal, wie es uns, je nachdem, wie es uns körperlich und gesundheitlich geht, im Januar noch ein Q&A, dass wir langsam nachkommen. Ja. Darum keine Angst. Stellt unter das aktuelle Q&A hier wieder eure Fragen. Schreibt drunter alles Mögliche, was euch interessiert. Lasst ein Like da, abonniert uns, würde ich sehr freuen. Und natürlich der Support bei uns im Shop, das freut uns immer am meisten. Also da schon mal herzlichen Dank an alle, die uns auch unterstützen. Ja, das ist immer sehr schön. Und wenn irgendwelche Fragen schon länger gestellt worden sind und uns durch den Rost gefallen sind, bitte gerne nochmal drunter stellen, das ist keine Absicht. Ja. Und auch, wie gesagt, nicht bei anderen Videos, weil ältere Videos, bis wir die alle durchschauen, da Fragen stellen, das bringt gar nichts. Immer unter das aktuelle Q&A. Und dann habt ihr auch die Chance, dass wir das dann irgendwann beantworten, hoffentlich. Also, wenn es zu speziell ist, weil alles wissen wir natürlich auch nicht, aber wir suchen dann schon die Fragen raus, die wir auch beantworten können. Das war's. Da würde ich sagen, ich lege mich jetzt wieder hin. Und beim nächsten Q&A hoffe ich, dass es mir schon besser geht. Ich gehe wieder in den Keller. Bis dann. Tschüss. Servus.